Herzlich willkommen hier auf dem Mohrenplatz in Gera unterm Haus. Einen herzlichen Gruß senden wir zu Ihnen nach Hause in die Wohnstuben, die Sie uns jetzt zuschauen. Und ein herzliches Willkommen natürlich auch den vielen Gästen, die heute den Weg hier zum Mohrenplatz schon gefunden haben oder auch noch finden werden. Am 21. Juni, ein Tag, den sich Gera vielleicht richtig dick rot im Kalender anstreichen sollte. Überall Aktivität, Fest, Musik, auch hier am Mohrenplatz. Heute das dritte internationale Kultur-Musikfest über Brücken. Das dritte internationale Kultur- und Musikfest über Brücken wird veranstaltet neben vielen weiteren Partnern in Hauptsache vom Bürgerfernsehen Gera. Wir werden gleich von der Leiterin, der Frau Reinhöfer, der Leiterin des offenen Kanals Gera hören, warum damals die Idee überhaupt entstanden ist und vor allen Dingen, was hat das bisher gebracht. Drei ist so eine Zahl, da wird man so aus dem Babyhaften entlassen und drei ist eine Zahl, da soll man sich dann schon in einen Bildungsplan begeben, zumindest hier in Thüringen ist das so vorgesehen. Wir werden aber auch heute die Oberbürgermeisterin bei uns begrüßen können, die dieses Fest eröffnet, aber natürlich soll sie es nicht nur einfach eröffnen, sie soll auch einige Antworten geben, die die Stadt Gera in Bezug Integration, in Bezug Toleranz fördern unternimmt. Und wir werden viele, viele Gesprächsrunden hier haben. Wir werden mit Liebe arbeiten. Ich mache sie schon mal ein bisschen spannend. Wir werden aber auch schauen, was können Projekte erreichen? Was können Projekte mit ausländischen Mitbürgern und mit gärischen zusammen erreichen? Was können Menschen tun, die sich nur für Musik interessieren? Wir werden viel Musik hier haben. Wir haben den Schwerpunkt Frankreich. Wir haben eine Künstlerin aus Frankreich eingeladen. Wir haben Klezmermusik. Wir haben Akkordeonmusik. Und ganz zum Schluss, wenn wir alle schon vielleicht im Herzen mit der deutschen Nationalmannschaft mitfiebern werden, ganz zum Schluss werden wir uns auch noch auf dieser Bühne mit lateinamerikanischen Rhythmen abgeben. Wir werden das Tanzbein schwingen und dann hoffentlich mit diesem fröhlichen Ausklang auch noch die Nacht hinein, denn es ist ja die kürzeste Nacht des Tages, mit der deutschen Nationalmannschaft verbringen. Wir werden jetzt mit einem großen Applaus das Oberhaupt der Stadt Gera hier auf dieser Bühne begrüßen. Begrüßen Sie mit mir Frau Dr. Viola Hahn. Herzlich willkommen, Frau Dr. Hahn. Und ein ebenso kräftiger Applaus, ich habe Sie schon angekündigt, die Leiterin des offenen Kanals Gera, Ute Reinhöfer. Ja, Frau Dr. Hahn, ich habe es gerade so in meiner Vorrede ein bisschen angekündigt, Integration, Toleranz, das ist ja vorwiegend auch bürgerschaftliches Engagement, aber auch natürlich kommunales Engagement. Das dritte internationale Fest hier über Brücken spielt ja ein bisschen mit dem Namen. Wir haben ja hier die Brücke über die Elster, aber über Brücken, wir wollen ja auch Brücken schlagen zwischen den Menschen. Wie kann die Kommune sich da noch stärker ein bisschen einbringen? Oder sagen Sie, na, wir haben schon ganz viele Aktivitäten, ich zähle sie Ihnen jetzt einfach mal auf, Herr Karpstein. Ich glaube, es ist schwer, einfach alles aufzuzählen, denn das ist auch nicht Sinn und Sache, das Zweck des Ganzen, dass wir eine Liste aufführen, mit wem wir Städtepartnerschaften haben. Ich bin der festen Überzeugung, Städtepartnerschaften müssen gelebt werden, das sind die Menschen. Und das ist eigentlich unser Alltag. Die Stadt Gera ist ja gerade in einer schwierigen Situation. Trotzdem Partnerschaften zu pflegen, erfordert ja auch ein bisschen Einsatz, Unterstützung. Die Menschen brauchen ja auch manchmal so Ansprechpartner. Sagen, wir wollen gerne auch mit anderen, vielleicht mit Menschen aus Partnerstädten zusammenkommen. Wo sind so Anlaufstellen in der Stadt? Ja, eigentlich sollte die gesamte Stadtverwaltung Anlaufstelle sein, egal wo sie sind. Natürlich ist zum Beispiel unsere Wirtschaftsförderung die zentrale Stelle. Städtepartnerschaften sind dort angesiedelt, wie es in der Verwaltung so ist. Aber ich glaube, es wird von jedem Einzelnen gelebt. Das geht los bei unserem Bereich Soziales, über den Kultur- und Kunstbereich, natürlich auch unser OB-Bereich. Genau, also im Prinzip kann die ganze Stadtverwaltung sich sozusagen freuen, wenn jetzt die Bürger kommen und sagen, wir wollen jetzt mal nachschauen, ich will mal nach Finnland, aber da greife ich schon vor, wir haben ja Gesprächspartner, um das noch ein bisschen ins Detail zu geben. Frau Reinhöfer, gerade von mir gesagt, das dritte internationale Fest über Brücken mit Musik, Talk, wir haben viele Themen heute vorbereitet.
Ist so ein Bürgerfernsehen, der offene Kanal Gera, nicht vielleicht auch ein bisschen überlastet? Oder sagen Sie, nee, genau das ist ein Impuls, den die Stadt, aber auch den das Bürgerfernsehen brauchte? Ich denke, es braucht beides, die Stadt und das Bürgerfernsehen, und dass das Bürgerfernsehen eigentlich wirklich eine hervorragende Plattform ist, genau für diese Integrationsbemühungen, die Städten gut zu Gesichte steht. Und wir sehen es ja gerade, Sie haben ganz kurz darauf hingewiesen gehabt, dass wir es bereits das dritte Jahr machen. Und ich freue mich wirklich, dass wir es geschafft haben, diesen Mohrenplatz, gerade in den letzten beiden Jahren, als keine Fußballweltmeisterschaft parallel lief, doch hier so ein ganz wunderbares, einzigartiges Flair zu schaffen, wo sich Menschen begegnen aus verschiedenen Nationen, die verschiedene kulturelle Hintergründe mitbringen. Und ich selbst weiß das ja extrem zu schätzen. Ich liebe das, ich liebe andere Kulturen. Und ja, wer, wenn nicht der offene Kanal, wer, wenn nicht das Geraer Bürgerfernsehen für so eine Plattform? Wir zeichnen ja heute die gesamte Veranstaltung auf. Sie können sie ja, wenn Sie es gerade dann sehen, zu Hause in Ihrem Wohnzimmer, vielleicht ein bisschen traurig sein, dass Sie jetzt nicht gerade hier bei uns sind. Aber es gibt dann vielfältige Möglichkeiten. Frau Dr. Hahn, die Stadt beteiligt sich mit dem LAP-Programm, also im Landesprogramm für Kompetenzstärken und Fördern, schon sehr lange, viele Jahre. Hat es die Stadt besonders nötig, so ein Programm sich immer wieder zu bewerben und aufzulegen? Oder sagen Sie, nee, genau das ist so ein Impuls, den wir auch gut weitergeben können an die Menschen? Ich glaube, es hat jede Stadt nötig, und es ist ein Impuls, der von Gera ausgeht. Auch hier sind viele Sachen, die einzigartig sind. Und wir müssen in Gera noch viel, viel lernen, dass wir sagen, das sind wir stolz drauf, das ist unser Gera, und das sind auch Aktionen, die hier viele Menschen gemeinsam gestalten. Wenn wir hier bloß denken, vom Stadtjugendring bis zum Seniorenbeirat, was kann schöner sein, wenn wirklich alle Generationen zusammenstehen und solche Feste zu organisieren. Genau, zu den Partnern komme ich gleich noch. Ich danke erstmal Ihnen als Oberbürgermeisterin, dass Sie dieses Fest jetzt mit eröffnet haben. Ich danke der Frau Reinhöfer als Leiterin des offenen Kanals Gera, des Bürgerfernsehens. Bald soll es ja ein neues Mediengesetz geben. Mal gucken, welchen Namen wir dann hier hinter uns auf der Bühne stehen haben. Und jetzt, ja, Applaus vielleicht. Dankeschön. Jetzt kommen wir schon gleich zur ersten Runde, und wir haben hochkarätige Gäste für die erste Runde eingeladen, weil es nämlich von der Frau Dr. Hahn gerade angedeutet, Städtepartnerschaft ist beim Referat Wirtschaft angesiedelt in der Stadt. Und wir haben jemanden, der sich auch mit Wirtschaft beschäftigt. Ich begrüße ganz herzlich von der Berufsakademie hier in Gera Professor Jürgen Müller. Herr Müller, kommen Sie zu uns auf die Bühne. Herzlich willkommen. Ja, suchen Sie ein schönes Plätzchen. Dann haben wir auch von der Stadtverwaltung, aber jetzt schon ein spezielles. Wir haben die Birgit Klemm, da sie ist Fachdienstleiterin Kinder- und Jugendhilfe. Frau Klemm, herzlich willkommen. Dann darf ich Ihnen diesen Platz anbieten. Und wir haben jemanden, der sich auch hauptberuflich damit darum kümmert, so Initiativen zu unterstützen, Wege zu weisen oder auch zu sagen, Moment, da kennen wir uns besser aus. Wir haben von der Paritäten vom Europabüro Ostthüringen Frau Martens bei uns. Das Wort transnational erkläre ich dann nochmal, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, Frau Martens. Und wir haben jemanden, der ganz konkret viele Jahre jetzt schon ganz aktiv ist in dieser Stadt. Manche von Ihnen werden vielleicht vor einigen Wochen bemerkt haben, dass in dieser Stadt vorwiegend Finnisch und nicht mehr Gersch gesprochen wird. Wir haben den Chef der Deutsch-Finnischen Gesellschaft, des Bezirksbereiches Gera, sage ich jetzt mal, Klaus Franke bei uns. Herr Franke, kommen Sie zu mir auf die Bühne. Herzlich willkommen. In unserer ersten Gesprächsrunde, und Herr Professor Müller, ich habe Sie gerade vorgestellt, so, Sie sind ja ein bisschen auch im Bereich Wirtschaft an der BA zuständig, aber ich habe über Sie auch gelesen, Sie sind Senior-Experte und waren da schon in Vietnam, in Tansania, auch für die Ukraine waren Sie tätig. Können Sie unseren Zuhörern mal kurz erklären, wie kommen Sie dazu? Ja, also diese Aktivitäten habe ich gemacht im Rahmen der Deutschen Stiftung für internationale Entwicklung, jetzt eher bekannt unter Invent. Das hat jetzt mit der Berufsakademie erstmal nicht ganz so viel zu tun. Ich habe die Möglichkeit sozusagen im Rahmen meines Urlaubs dann diese Aktivitäten zu machen. Dahinter steht auch, dass ich in den 90er Jahren aktiv war für den Deutschen Beamtenbund, und da war sehr viel an Entwicklungsprojekten. Aber das nehme ich auch mit an die Berufsakademie.
Chemie. Und wenn wir dann duale Hochschule werden in den nächsten Jahren, wird das also auch ein interessantes Tätigkeitsgebiet werden für uns. Ja, die Aktivitäten hatte ich eben, wie Sie angesprochen hatten, in Vietnam. Da ging es eigentlich um Förderung der Verwaltung. Da haben wir eine Verwaltungsschule aufgebaut, ähnlich in Rumänien und auch in der Ukraine. Dort wurde ein didaktisches Zentrum etabliert. Also ich bin schon in dem Bereich der Unterstützung der Lehre vor allem dort tätig. Das heißt, Wirtschaft wird auch an der Berufsakademie in Zukunft nicht nur jetzt auf Thüringen oder deutschlandweit betrachtet, schon. Sie haben auch schon gleich den Blick in die internationale, vielleicht in die osteuropäische, kann man das so sagen? Ja, genau so ist es. Also der Anstoß kam von unseren Praxispartnern. Wir haben ja in Thüringen auch eine ganze Reihe von international tätigen Firmen. Die haben zum Beispiel amerikanische Mütter. Und da ist zunehmend der Bedarf da, dass unsere Studenten auch im Englischen fitter werden. Und wir etablieren jetzt im Sommer, ab August, ein Sprachpraktikum in Prag. Wir haben seit längerer Zeit Aktivitäten oder Kooperationen mit der Technischen Universität Prag und werden also im Bereich Wirtschaft eine Studentengruppe hinschicken. Ein ganz besonders hohes Interesse ist von den Technikfirmen, die ja ein sehr starker Partner sind an der Berufsakademie. Dort werden es also zwei Gruppen sein, die im August dann nach Prag gehen und dort mit einem Briten also ein Sprachpraktikum machen. Hintergrund ist ganz einfach, dass es natürlich theoretisch auch in Gera Englischkurse gäbe. Die gibt es dann halt auch, aber die Studenten sollen natürlich Tag und Nacht mit ihren Kommilitonen von der Technischen Universität dann Englisch sprechen. Das heißt, wir müssen sie irgendwo hinschicken, wo es keine andere Möglichkeit gibt, als Englisch zu sprechen. Das werden wir auch noch ausbauen. Gäbe ja eine Möglichkeit, die modernen Medien zu nutzen, dann so über Videokonferenzen das auch. Das haben wir übrigens heute im Spätnachmittag auch noch in einer Gesprächsrunde hier. Wir stellen solche Projekte vor, die die modernen Medien nutzen. Frau Mertens, ich habe gerade gesagt, der Paritätische trägt das Europabüro Ostthüringen. Sie sind da vorwiegend zuständig für transnationale Aktivitäten. Das ist jetzt so ein bisschen ein komisches Wort. Was verbirgt sich dahinter? Oder wer kann überhaupt zu Ihnen kommen und sagen, ich will jetzt transnational werden? Das klingt immer erstmal ein bisschen gefährlich, wenn man das Thema transnationale Arbeit anspricht. Generell heißt das ganz allgemein die Arbeit über die Ländergrenzen hinweg, die Arbeit mit hauptsächlich bei uns im Büro europäischen Partnern, aber generell einfach mit ausländischen Partnern. Und das war ein Wort, das klang wahrscheinlich einfach interessant. Um Ihre Frage noch zu beantworten, grundsätzlich kann zu uns jeder ins Büro kommen, der Interesse an Europa hat. Also jeder, der gern sich informieren möchte über Auslandsaufenthalte, über Praktika im Ausland, Studium im Ausland oder auch europäische Projekte, der ist immer herzlich bei uns willkommen und wir versuchen dann gemeinsam Projekte zu stricken. Das heißt, erst reicht mal die Idee, der Wunsch und dann würden Sie so einen Masterplan entwickeln, wie kann man es in die Praxis umsetzen? Also beraten, fördern. Fördern ist so ein Fragezeichen? Stricken. Es ist wahrscheinlich eher so, grundsätzlich kommen die Leute zu uns und haben eine Idee. Im Idealfall haben sie auch schon eine fertige Projektidee und sagen dann, mir fehlt vielleicht nur noch der eine oder andere Partner. Oder sie kommen zu uns und sagen, ich habe Kooperationen in den letzten Jahren gehabt mit ganz vielen interessanten Partnern. Und wir möchten gerne weitermachen, wir möchten das fortführen, aber uns fehlt noch die Idee. Und dann schalten wir uns ein. Es entsteht aber auch oft das kleine Missverständnis, dass wir diejenigen sind, die fördern. Und das ist nicht der Fall. Wir sind nicht die Entscheider, wir sind im Idealfall die Ideengeber und wir sind diejenigen, die versuchen, dieses gute Projekt dann mit zu realisieren. Also auch im guten Sinne ein Wegbegleiter. Ein Wegbegleiter ist auch das Jugendamt, Frau Klemm. Vorhin, Frau Dr. Hanna hat schon mal angedeutet, eigentlich ist die gesamte Stadtverwaltung, aber natürlich braucht man auch ein paar konkrete Ansprechpartner. Ne? Und wenn es so Kinder- und Jugendthema immer ist, dann denken wir zuerst so an Schüleraustausch. Sehen Sie auch da eher so einen Wegbegleiter wie die Frau Mertens oder sagen Sie, nee, wir haben auch ganz konkret so ein Stück finanzielle Hilfe oder wir können auch ganz konkret was richtig in die Gänge geben und anschieben und Kontakte so vermitteln, dass es dann auch wirklich klappt und die eigene Initiative dann vielleicht ein bisschen sich ausruhen kann.
Ja, Kinder- und Jugendhilfe soll ja Jugendliche unterstützen in ihrer Entwicklung, in der Bildung, auch in der freien Entfaltung. Das ist unser Auftrag und die Welt ist globaler geworden. Und deshalb schauen wir natürlich auch über die Grenzen hinaus als Jugendhilfe. Weil wenn wir die jungen Menschen in das Erwachsenenleben schicken, werden sie vielen anderen Kulturen, vielen anderen Menschen begegnen in der Berufsausbildung oder aber auch, wenn sie im Ausland eine Ausbildung machen oder später ihren Beruf dort suchen. Wir sind nicht nur Wegbegleiter, wir sind Akteure, wir gestalten aktiv. Wir haben als Stadt Gera nicht eigenes Geld, was wir einbringen, aber wir als Stadt, als öffentlicher Träger haben die Möglichkeit, ganz viel Mittel in unsere Stadt zu holen, über europäische Projekte, über Bundesprojekte, und die Mittel holen wir. Dieser lokale Aktionsplan für Demokratie und Toleranz ist ein Beispiel zum Beispiel, wo wir die Antragsteller sind als Stadt Gera und das natürlich seit vielen Jahren durchführen. Und genauso, und da unterstützt uns das Europabüro immer als Begleiter und als Unterstützer, wenn wir ein Projekt durchführen, dann wenden wir uns natürlich an die erfahrenen Kollegen, die uns dann wiederum unterstützen. Vielleicht, wir haben ja in den letzten 2 Jahren ein europäisches Projekt durchgeführt, Bildungssprünge gestalten. Also wir sind nicht nur, dass wir junge Leute sozusagen in ihrer Entwicklung unterstützen, wir wollen natürlich auch, dass Pädagogen, dass Akteure, Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten, auch sich global, kulturell weiterentwickeln und da auch sozusagen Know-how über die Grenzen zu uns nach Gera auch mit einholen. Das war dieses Projekt, ein internationales Projekt, was von der Europäischen Union gefördert wurde. Jetzt habe ich von Professor Müller gehört, wir schicken die Studenten gerne weg, die müssen unbedingt Englisch lernen. Hier haben wir so ein bisschen Wegbegleitung für solche Projekte. Hier höre ich gerade, hier kann man ganz viel auch Mittel herholen, weil man auch diesen, sagen wir, Bildungsgedanken nicht nur für die Kinder und Jugendlichen, sondern vielleicht auch die Multiplikatoren hat, sei es Lehrkräfte oder andere, die in der Jugendarbeit engagiert sind. Und Herr Franke, jetzt muss ich zum Finnischen kommen. Sie sind seit vielen Jahren aktiv, als Sie Deutsch-Finnische Gesellschaft ist die drittgrößte deutsch-fremdsprachige Gesellschaft in der Bundesrepublik. Ich frage aber erstmal den Herr Professor Müller, wäre es da nicht besser, Finnisch zu lernen? Ja, Finnisch wäre gut, wenn wir dort Praxispartner hätten, die das brauchen. Generell sind wir natürlich immer offen, auch Kooperationen Finnland gegenüber. Da passierte bisher noch nichts. Wir haben bisher Studenten gehabt in Italien. Das ist ein ganz starker Partner dort gewesen. Warum nicht auch nach Finnland? Das ist kein Thema. Vielleicht sollten wir uns mal verständigen in der nächsten Zeit. Unser Direktor ist da immer relativ offen und ich denke mal, dass es durchaus machbar ist, dort auch mit finnischen Praxispartnern zu arbeiten. Da müssen wir natürlich jetzt erstmal schauen, ob Sie das sowas überhaupt leisten können als Verein, der sich der Pflege der Kultur, der finnischen Kultur auch besonders sozusagen widmet. Und jetzt vor wenigen, vor 2 Wochen hatten Sie ja erst den großen Bundeskongress hier in Gera. Also da wurde die Arbeit des Vereins hier in Gera ja auch ein bisschen gewürdigt, dass man so einen großen Bundeskongress hierher gibt. Und Sie haben hier drüben bei uns hier am Mohrenplatz einen kleinen Stand. Können Sie einen kleinen Einblick geben in Ihre Projekte? Vielleicht gibt es ja da wirklich eine Klammer, auf die Herr Professor Müller da ein bisschen anspielt. Also da setze ich gern auf die Zeit auch nach dieser Gesprächsrunde, denn es gibt da sehr viele Ansätze, die wir in unserer Vereinsarbeit gefunden haben. Natürlich ist unser Bestreben, die Städtepartnerschaft zwischen Gera und Kuopio zu pflegen, maßgeblich. Aber allein das nun dadurch zu bewerkstelligen, dass wir uns in der Öffentlichkeit mit Gummistiefel-Weitwurf oder mit einer Teddybärenpflege zeigen, das ist nicht unser Ansinn. Wir haben wirklich vieles vor und dabei ist auch diese Runde hier sehr gut gewählt, die uns ermöglicht, zu allen wichtigen Partnern Kontakt zu knüpfen und zu halten. Konkret sage ich jetzt auch mal ganz gern einen Dank an das Europabüro, das eben durch die Frau Mertens hier vertreten ist, weil wir konkret ein Projekt momentan umsetzen noch, welches auch mit dem, sag ich mal, Wappentier, hätte ich beinahe gesagt, welches im Städtepartnerschaftsgarten hier im Hofwiesenpark steht, der Uponalle. Dabei fing das schon vor langer Zeit an. Wir haben also bestimmt 3 Jahre dazu gebraucht, um dieses Buch, was ich hier nun schon eine Weile auf dem Schoß halte, ins Deutsche übersetzen zu können.
Und dabei geht es eben um die zentrale Figur des Upunale. Aber ich sage ganz deutlich, wir wollen uns nicht als Teddybärenverein zeigen. Wir haben damit vor, ganz konkret mit der 12. Regelschule hier in Gera, Schüler dazu zu bewegen, sich mit der Geschichte zu beschäftigen, diese Geschichte dann in Lesestunden, in Lesevorträgen auch meinetwegen in der Bibliothek, aber auch in kleinere Schulklassen oder in Kindereinrichtungen zu präsentieren, sodass wir halt hier wirklich eine Brücke schlagen nach Kuopio und nach Finnland. Und die ganze Geschichte um den Upunale gibt uns eben auch die Möglichkeit, wirtschaftliche Partner zu finden, die uns helfen, diesen Upunale-Bär immer wieder in Ordnung zu bringen und herzurichten. Also jetzt haben wir schon zwei wesentliche Aspekte, höre ich jetzt immer raus. Einmal geht es um dieses bürgerschaftliche Engagement. Zu Ihnen können ja auch wirklich Einzelbürger kommen ins Europabüro, sage ich jetzt mal. Und ganz stark von Professor Müller vorhin auch schon eingeführt, aber die Oberbürgermeisterin hat es auch schon erwähnt. Der wirtschaftliche Aspekt, der scheint ja wirklich immer wichtiger zu werden. Also dass wir die internationalen Beziehungen so ausweiten, dass eben Gera plötzlich in einem Netzwerk tätig ist. Wie weit kann dann so ein Verein, der eigentlich ja nicht so ein wirtschaftlicher Verein, oder kann da wirklich so ein Kontakt zustande kommen? Also ich denke schon, dass das möglich ist, wäre auch eine wichtige Zielstellung für uns. Allein das Kulturelle, und da verweise ich nochmal auf das Konzert, was im Rahmen dieser Bundeshauptversammlung in Gera stattgefunden hat. Das hat viele Gera interessiert. Das war ein Konzert, welches vom Salonorchester aus Kuopio und dem Gera Kammerstreichorchester organisiert wurde und veranstaltet wurde. Das hat die vielen Beteiligten dieser Hauptversammlung, aber eben auch viele Gera aktiviert. Wie gesagt, über das Kulturelle hinaus sehen wir viele Anbindungen, auch wirtschaftliche Kontakte herzustellen. Wir haben Künstler schon hier gehabt, wir haben Schüleraustausch, wir wollen gern Studenten mit nach Gera bringen, die aus Finnland kommen. Da sehen wir doch sehr viele, sage ich mal, Know-how-Träger auch, die herkommen und die Gera dringend braucht. Wie kann dann, Herr Professor Müller und Frau Klemm, vielleicht beide angefragt, wie kann dann so die Kommune mit eingebunden werden? Denn das könnte ja auch funktionieren, indem der Verein und die BA sich zusammenschmeißen und dann entstehen so Stränge, die so ein bisschen an der Kommune vorbeigehen. Und die Kommune ist vielleicht dann irgendwann mal, ach, sowas gibt es auch, also sie erfährt es nicht. Gibt es ja so auch Querverbindungen zur Kommune dann? Ist sowas denkbar? Ich weiß nicht, wer zu... Also ich denke, die Querverbindung gibt es zum einen über... Erstmal die zuständigen Fachdienste, das ist sicher das Sozialdezernat, aber auch Wirtschaftsförderung. Ich kann ja heute schon verraten, dass wir uns treffen in einem neuen europäischen Projekt, was wahrscheinlich im nächsten Jahr startet, Erasmus Plus. Wir haben den Antrag gestellt, der Antrag wurde als sehr wertvoll eingeschätzt. Wir haben schon sozusagen gesagt bekommen, sie werden einen Zuschlag bekommen. Also wir werden dieses Projekt durchführen können. Da ist Finnland dabei, da ist Schweden dabei, da ist Niederlande dabei und Italien dabei und wir Deutschland, Gera. Da haben wir Regelschulen und Berufsschulen und die Berufsakademie mit angedacht. Das ist ein Austausch von Pädagogen, Fachkräften, der stattfinden wird, und von Jugendlichen. Und so wird das Netzwerk immer weiter gespannt. Also wir sind da ganz optimistisch. Das ist auch Wirtschaftsförderung, denke ich, wenn man über die Grenzen schaut. Da schauen wir in diesem Projekt über 5 Grenzen. Das wird sicher ein ganz spannendes Projekt. Ja, für uns ist auch in dem Zusammenhang wichtig, dass wir bisher ja als Berufsakademie doch eher lokale Beschränkungen hatten auf Thüringen und auf Deutschland. Wenn wir die Umwandlung in die duale Hochschule haben, die wohl voraussichtlich nächstes Jahr kommen wird, da wird die Welt auf einmal für uns auch größer, denn wir haben dann auch Zugang zu diesen Forschungsmitteln. Das heißt, wir können viele Aktivitäten dann auch durch Forschung unterstützen. Wir machen das teilweise jetzt schon. Ich hatte mich gerade mit Frau Klemm verständigt, eine Studentin der Berufsakademie, die bei ihr im Referat ist, hat gerade eine große Umfrage gemacht zu den Kitas, also Frühförderung. Es wird interessante Ergebnisse dann halt bringen. Und hier können wir also in der Tat auch uns international eigentlich positionieren. Also ich denke mal, das wird wichtig werden. Dazu wäre uns aber sehr wichtig, dass auch die Stadt die Umwandlung der Berufsakademie in die duale Hochschule unterstützt. Das ist also ganz wichtig, da auch in Erfurt entsprechend präsentiert.
präsent zu sein und das so hinzuziehen, dass also die Stadt Gera und das Land Thüringen davon noch etwas hat. Wir sind auf einem sehr guten Weg, denke ich dann halt mal, aber ohne die Unterstützung der Stadt, ein Signal an Erfurt, da wird es dann halt auch nicht gehen. Das ist also für uns enorm wichtig. Also hier sehen wir, dass gerade Strukturen neu geschaffen werden. Wenn alle an einem Strang ziehen, kann es gelingen, auch die Region Ostthüringen noch stärker zu machen in diesem Bereich. Da gibt es gute Ansätze, haben Sie gerade in sogenannter Nullbescheid, der liegt dann schon vor, wie man es immer so schön sagt, wenn man Anträge stellt. Frau Merz, eine Frage noch zum Europabüro Thüringen. Ist das jetzt so ein temporäres Projekt oder ist das wirklich auf Langfristigkeit angelegt? Eine gute Frage. Nur noch ganz kurz, es ist das Europabüro Ostthüringen. Ich muss fairerweise dazu sagen, es gibt in Thüringen 4 solcher Büros, die alle einen Schwerpunkt in den einzelnen Teilen Thüringens haben, eben aufgrund der Notwendigkeit. Und das Thema Langfristigkeit ist natürlich auch eins, was uns beschäftigt. Uns gibt es jetzt das nunmehr 8. Jahr. Das finde ich eigentlich schon eine sehr gute Zahl, die man da nennen kann. Wir sind allerdings auch ein Projekt, was durch europäische Mittel gefördert ist, muss man dazu sagen. Es ist eine Kofinanzierung durch unseren Freistaat vorhanden. Und somit sind wir natürlich auch jedes Mal wieder in der neuen Förderperiode abhängig von dem guten Willen, sagen wir es mal so. Natürlich zeichnen wir uns aber auch aus und geben unser Bestes und versuchen qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten und geben unser Bestes, um also einen größtmöglichen Beitrag für unsere Region zu leisten und die Region natürlich auch voranzubringen. Aber letztendlich steht ja dieses Projekt Europabüro Ostthüringen auch dafür, wie stark die Stadt, die Bürger dieser Stadt von europäischen Fördermitteln profitiert. Sonst gäbe es so ein Projekt da gar nicht. Das ist ja gut. Sie müssen sich unentbehrlich machen, einfach, ist ganz wichtig. Die Partner müssen füreinander einstehen, das haben wir jetzt gelernt. Und wir haben gerade gelernt, die Stadt Gera ist so auf leisen Schritten ganz weit vorn im europäischen Maßstab, eine wirklich europäische Stadt zu werden. Wenn es gelingt, aus der Berufsakademie die duale Hochschule zu machen, dort sind ja die Praxispartner im Prinzip angebunden, denn die, die da studieren, sind ja in der Praxis, in Betrieben. Die Wirtschaft ist sozusagen direkt verzahnt mit der Bildung. Und wenn es gelingt, so große und starke Vereine wie den deutsch-finnischen Verein mit einzubinden und dann noch das Europabüro einzubinden, die dann immer sagen, wir haben da noch eine kleine Hilfe, wir können da noch ein Wegbegleiter sein, wir können da noch euch ein bisschen fördern, wir können da noch eine Idee mit reingeben. Dann sind wir alle auf einem guten Weg. Ich danke Ihnen erstmal für diese erste Gesprächsrunde. Wir hören ein bisschen Musik von den Turntables oder von den Plattentellern, wie es früher hieß, mit Ulrike Schmidtke. Die steht hier an der Seite und in wenigen Minuten wird dann hier für uns Musik erklingen. Lutz Guntram Schönfeld spielt dann französische Akkordeonmusik. Danke für Ihr Kommen und danke für Ihr erstes Zuhören. So, wir haben jetzt hier umgebaut. Neben mir sitzt Lutz Guntram Schönfeld und ehe er mit seinem Akkordeon uns französische Akkordeonmusik zu Gehör bringt und wir das genießen können, die Sonne geht auch gerade auf, ein wunderbarer Nachmittag, haben wir gar nicht erwartet, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt haben. Wir haben hier Stände, kurdische Küche, deftig, aber auch mit kurdischen Süßspeisen. Gehen Sie einfach mal vorbei, kosten Sie, und wir haben Kalinka, russische Küche bei uns, Samovar, russisches Bier, Pelmeni, alles, was man mit dem Begriff Russland in Verbindung bringt, steht dann dort hinten. Und hier vorn sehen Sie Vereine, die Spieler anbieten. Der Stadtjugendring ist hier. Ich sage dann später noch was zu den ganzen Partnern. Jetzt aber lassen wir uns verzaubern im Herz und Hirn von französischer Akkordeonmusik. The top of 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 the top of
Thank you.
We'll be right back.